Herzlich willkommen zurück zu Evolent 2. Wir sind hier auf der Pirateninsel und die Sicht hat sich geändert. Und was uns hier erwarten wird, das wird mich, glaube ich, ein bisschen freuen. Soll es schnell, wenn man mich für den Kampf wählt, würden zu viele Piraten ein frühzeitiges Ende finden. Dennoch, ich bin dabei. Ich werde euch einige meiner Spezialmanöver lernen, die ich von meinem Vater gelernt habe. Ach so, ich kann nur ein... Ihr wagt es, uns herauszufordern? Die Piraten aus der Bucht lassen sich nicht so einfach besiegen. Prügelspielmodus. 1 gegen 100, 0 Problemo. Jawoll. Yes. Yes. Ich hab's so gehofft und die Musik ist awesome. Man kann springen. Springt, um beim Angriff einen Flugkick zu machen. Yeah. Ah, okay. Ja, ich feier das so. Kann ich das kaputt hauen? Oh, ist die Musik awesome. Komm her. Ja. Ah, ich wollte alle gleichzeitig kaputt treten. Ha, ha, ha. Jawoll. Feier ich. Oh. Kicken. Ah, der hat mir die Nüsse getreten. Ha. Ha. Ich die einfach umschubse so. Aua. Kann ich eigentlich, warte mal. Moment. LOL. Okay, den haben wir. Erst wenn Erfahrungskugeln aus dem rauskommen, haben wir sie geschlagen. Springt erneut für einen Aufwärtshaken. Aha. Okay. So ein bisschen Tutorial noch mit drin. Die Musik ist so awesome. Den Savepoint benutze ich gleich zum Saven. Zum Heilen. Okay, aber man muss dann den Gegnern so... Da muss ein Zweiter stehen. Sonst lohnt sich der Aufwärtshaken nicht. So, komm schon. So, hier habe ich gut aus dem Maul bekommen. So, einmal heilen. Sehr gut. Übe Neues. Springt am höchsten Punkt erneut für einen Drehangriff. Ich habe euch jetzt alles beigebracht, was ich weiß. Aber noch etwas. Wenn ihr wirklich Hilfe braucht, ruft mich, indem ihr euch konzentriert. Aber sprecht mit niemandem darüber. Ja. Ha. Ja. Ja. Ha. Ich muss öffnen. Kann das nicht öffnen? Schade. Oh, Jackie Chan. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das sind keine Piraten. Die haben Wurfsterne, die schummeln. Die schummeln doch. Jawohl. Ich frag mich, ob ich mit den anderen beiden andere Angriffe gehabt hätte. So. Na, hoffentlich kommen da gleich unendlich viele von, ey. Warte mal. Finde ich jetzt nicht gut. Oder hin. Aber ich muss hier wahrscheinlich einfach nur oben lang. Ah, noch ein Safe Point. Nehme ich mal. Ich weiß nämlich nicht, ob ich runterkomme. Da ist eine weibliche Piraten... Also so eine Frauenpiratenflagge. Oh. Alter, was? Die haben Ketten. Die schummeln! Alter. Alter, Alter, Alter. Moment. Nimm das. Oh, da war ein Busch. So. So. Alter. Zack. Zack. In your face. Zack, zack. Bam. Gib mir das Herz. Voll Button-Mashing hier. Jawoll, Alter. Sehr gut. Man kann doch ein paar Sachen kaputt hauen. So, den haben wir. Und den auch, komm. So, weggetreten. Oh, Jackie Chan. Nein. Lass mal wegkicken, ey. So. Ich hab schon. Danke. Noch einer? Oh, was kommt jetzt? Okay, ich soll nur noch rein. Okay. Oh, was kommt aus der blauen Tür? Take this. Zerprügel ich euch. Frag mich, ob jetzt wirklich 100 Kämpfer kommen. Boah.
Geht er doch kaputt. Und nur die Kisten hier anscheinend. Okay. Oh. Hallöchen. Ja, kann ich das dann endlich lang machen? Nee. Gerade habe ich das irgendwie doppelt gemacht. Aua. Aua. Schön gemein. So, den haben wir. So, den haben wir auch. Okay. Mal in die blaue Tür rein. Okay. Safe Point. So, rüber hüpfen? Nee. Okay. Habe ich den Busch hier kaputt? Nee. Okay. Okay, okay. Wir schaffen das. Was ist hier drin? Okay, ich muss es hauen. Dauert nur ewig länger. Bis ich da einmal gegentreten dürfte. Oh, die Musik ist so awesome. Oh Gott, in der Sicht. So schräg ist doch ätzend. Aber es ist schön, dass es nicht nur seitlich ist. Das ist so doof. Eigentlich kann man immer stehen bleiben vor denen. So. Oh, was sind das denn für Typen? Ah, was? Okay, warte mal. Ich brauch dich. Die sind schnell. Okay. Die weichen aus. Oh Gott. Okay, den muss ich umtreten. Oh, ich verliere gegen die. Oh nein. Ich bin aus dem Takt raus. Oh nein. Da, 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 da. Oh Gott, ich hab's noch gesagt. Nein, hör auf. Nein. Oh Gott. Safe Point. Oh nein. Nein. Ich brauch den Safe. Ich hab da unten zum Glück einen bekommen. Das ist ganz schön gemein. Kann ich hier? Warte mal. Ah, cool. Die sind easy. Klopfst du viermal um, dann hast du gewonnen. Aber der da oben, die dicken. Aua, oh Gott. Vor allem, wie unfair. Ich stehe auf und er haut mich um. Nein, nicht das machen. Einfach immer den Flugkick. Das ist am besten. Nein, okay, das ging noch. Okay. Nein. Okay, noch Glück gehabt. Oh, da hat der Hit noch getroffen. Sehr gut. Okay. Alter. Warte mal, kann ich euch nicht einfach auch so? Ja. Nur die Großen nicht. Oh, da kommen die Nächsten. Alter, was? Ich würde sagen, müsste der eine nicht eh schon tot sein jetzt? Oh, das ist echt anstrengend hier. Vor allem ist der schnell, der kann dashen. Ha, ha. Ha, 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 ha. So. Welches weiter? Danke. Safe Point? Oh nein, hier kommen doch wieder welche raus. Ach, Herzen. Okay, kann doch gegentreten. Man muss nur hart zielen. Warte mal. Da kann ich nicht dran. Okay, sah aber so aus. Okay, er kann die auch kaputt hauen. Ich kümmere mich in der Zeit um den hier. So, steh auf. Die sind so blöd, diese Standardgegner. Okay, komme. Warte mal, ich überrasche den mal. Ah, der kann so treten. Okay. So. Oh, geh drauf, komm. Danke. Oh, Jackie Chan. Aber die kann man auch so machen. Oh, nice. Wie oft ich den jetzt schon weggetreten habe. Ey! Ihr seid nur minimal nervig. Wollte ich mal gesagt haben. Okay, anders weg. Aber die kann man auch so standard wegkloppen. Okay. Noch einer. Natürlich kommt noch ein dicker. Beide. Beiden Seiten. Einfach wegtreten. Einfach immer wieder wegtreten. Oh, nice.
Manchmal drücke ich nicht schnell genug den Sprung. Man muss sich schon darauf einstellen, was man jetzt machen will. Einfach doppelt springen ist nicht. So. So. Nächste. Okay. Save Point. Nice. Das ist ein Schild. Ein Piraten. Ich hab's geschafft. Nice. Seht, was uns hierher geführt hat. Das Fragment des Feuers. Oh nein. Wer wagt es, sich uns entgegenzustellen? Wir sind die unerschrockenen Piraten aus der Bucht. Alle Besitzansprüche werden in unserem Angesicht nichtig. Nichtig tun, tun. Was euer ist, gehört uns. Hat irgendjemand Kenny gesehen? Er hat einen Unfall. Schon wieder? Also gut, Wedge, ihr bringt die Sache zu Ende. Etc., etc., etc. Der Geist vom Pirat Roberts. Er ist gekommen, um sich seinen Schatz zurückzuholen. Wie töricht ihr seid. Das ist doch nicht Pirat Roberts Schatz. Das ist bloß irgend so ein Magi-Dingsbums, das wir laut dem Boss auf keinen Fall anrühren sollten. Ich glaube, Bix hat recht. Wenn das der berühmte Schatz von Roberts wäre, wäre der Boss der Piratenkönig. Ich wette, das ist bloß ein Pirat, der sich als Roberts verkleidet hat. Das habe ich auch gesagt. Aber auf mich hört ja niemand. Also wie lautet der Plan, Bix? Der Boss ist noch im Bad und er hasst es, dort gestört zu werden. Aber ich habe ihn trotzdem gewarnt, dass dieser Kerl mir etwas verdächtig vorkommt. Aber auf mich hört der Boss ja genauso wenig. Antrag auf ein Treffen, bei dem unser nächster Schritt besprochen wird. Antrag angenommen. Nice. Oh. Captain Ababa, was geht dir vor? Was für ein allmächtiger Schnurrbart. Ihr seid gekommen, um mich herauszufordern? Ich fühle mich, als wäre ich mit ein paar Debuffs belegt. Aber es kommt nicht in Frage, dass ihr euch dieses Magi-Dings da schnappt. Soll jetzt sein, dieser Feind scheint mächtiger als die anderen zu sein. Seid vorsichtig. Oh nein. Okay, der fällt nicht um. Aua. Und der macht Aua. Oh, und Dash. Oh, was? Oh, nice. Nice Combo, Bro. Oh, den kriege ich ja mit Springen voll down. Nice. Boah, voll in den Rücken. Kann nicht so schnell. Warte. Ist tot. 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 Tot, tot, tot. Level up. Oh. Habe ich jetzt aber viele bekommen, glaube ich. Nice. Gib mir das. Gib mir das. Das Fragment des Feuers. Einer der fünf Fragmente des Magischlüssels. Nice. Oh, oh. Der Vulkan bricht aus. Schnell, Solid Snail. Deswegen war die Insel in der Zukunft kaputt. Wir müssen fliehen, jetzt. Natürlich. Wahrscheinlich kommen auch Gegner, ne? Deswegen ist die Insel in der Zukunft kaputt in 3D. Da ist ja alles so schwarz und verkohlt. Weil wir in der Vergangenheit den Schlüssel genommen haben und der Vulkan ausbricht. Nicht dein Ernst, da kommt echt so ein Dicker. Fucking Ernst, gehe ich nicht runter. Komm schon. Frisst nur Zeit. Ist jetzt tot. Kann ich weiter? Mann, hau ab. Ich will weiter. Danke. Kommt noch einer? Nee. So. Oh, geht mir doch nicht auf die Nüsse. Geht weg. Geht zusammen in eine Ecke. Dann kann ich euch zusammen verprügeln. So, einer ist tot. Der ist auch tot. Nächste. Danke. Keine Zeit für euch. Auch wenn die Musik awesome ist. Können wir bitte darüber reden, dass wir uns alle in Ruhe lassen? Der Vulkan bricht aus, Kinder. Merkt ihr das nicht? Merkt ihr das vielleicht nicht? Wir haben ein Problem. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Das seid als Piraten vielleicht gewohnt, ich aber nicht. So. Komm, geht drauf. Danke. Raus hier. Schnell. Wieder Gegner. Natürlich kommt noch Jackie Chance. Alter.
die mich niedertreten. So. Alter, was? Wie der halt genau vor mir steht und mir so einen Face-Kick gibt. Alter. Ist das denn wahr? So, du kriegst auch ins Gesicht. Kann mal einer von euch draufgehen? Dass die Wurfsterne werfen könnt, ist voll unfair. So, einen haben wir. Komm her! Dass die immer so weit weglaufen müssen. So bekommt immer nur eine Fuhre. Da, die Kisten gingen noch nicht kaputt. Aber die später. Und zumindest die eine da nicht. Nicht, weil die doof steht. Ja. Jetzt müssten hier wieder Gegner kommen. Eigentlich. Die mir ordentlich aufs Maul hauen. Komm, gesell dich zu den anderen. Einfach draufhauen. Alter. Sehr gut. Alter, wie viele kommen denn hier? Alter. Oh Gott. Der Große muss weg. Unbedingt. So. So, komm. Komm schon. Also ich kann auch so machen. Na gut. Ich will auch eine Hilfe. Nur noch 30 Sekunden. Schaffe ich's? Nur das Kistchen hier mit. Okay. Weg hier. Schnell, Kuro. Was ist passiert? Wir müssen das Meer erreichen, bevor der Vulkan noch alles zerstört. Erklärt auf jeden Fall einiges. Da sieht man wieder, was passiert, wenn man Männern die Verantwortung gibt. Und ich dachte, man würde mich auf meine Erfolge in der Schlacht mit Lob überhäufen. Ja. So nicht. See ya. Die Insel ist komplett zerstört. Fast tun mir diese armen Piraten schon leid. Ein Glück, dass wir das Fragment des Magischlüssels rechtzeitig beschaffen konnten. Ja, und deswegen ist die Insel in der Zukunft im Arsch. Ja. Wieder was gelernt. So, einen Schlüssel haben wir. Wieso kann ich nicht... Okay, ist ein Event drin? Warum kann ich hier nicht durchlaufen? Oder hing ich wieder nur fest? Ging anscheinend wieder nur fest. Unnötig. Danke. Oder warte mal, ist hier irgendwo in den Häusern was? Hier ist nichts. Ey. Wenn ich aus Häusern komme, spinnt der Controller manchmal. Richtig komisch. Das sind die Schwestern. Ja. Huch, ich dachte jetzt, der kommt auf mich zu und es ist eine Sequenz, weil mein Controller wieder nicht nach unten reagiert hat. Irgendwie was zu sagen. Ich koche für mein Leben gerne. McDonald's. Ja, das haben wir auch schon mal gehabt. Ich glaube, hier im Dings haben wir nichts zu tun. Sagst du jetzt was? Das heißt, der Vulkan soll wegen eines Fluches des grausamen Piraten Roberts ausgebrochen sein. Verrückt, oder? Wir machen mal noch ein Kartenspiel zu Ende. Komm. Zum Ende hin. So. Gucken wir mal, ob wir den besiegen können. Das sieht von der HP her auch gut aus. Nicht so cool. Ich höre nicht hier nach hinten, damit es noch mehr Schaden macht. Okay, das ist wieder so ein Piraten-Assi. Okay, wir nehmen uns den Bären. Packen den Bären hier hin. Weil der Bär uns ja sonst kaputt gemacht wird von dem doofen Schwert da unten. Eine doofe Schwertfähigkeit da. Ist das Pirate Roberts? Willst du mich verarschen? So viel zu meinem Sieg. So viel dazu. Der macht 5. Er blockt auf jeden Fall was. Und ich kriege einen Mana wieder. Vielleicht. Schaffen wir es. Ich glaube aber nicht dran. Er hat nämlich noch einen Piraten. Ja, geil. Dann stirbt mein Bärchen. Damit habe ich verloren.
Ja, geil. Top. Wie es einfach nichts bringt. Wow. So miese Karten teilweise. Na gut. Wer noch einen der Karten spielen will im Dorf? Nein? Na gut. Okay. Müsste ich jetzt echt mal schauen, was wir als nächstes machen müssen, damit wir weiterkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das gedauert hat mit den Piraten. Das wird aber schon lange... Ich glaube, die Folge ist lang genug, ne? Hat zumindest die Mindestzeit erreicht, hoffe ich. Ich hoffe doch. Ich hoffe es wirklich. Ansonsten entschuldige ich mich, wenn die Folge ein bisschen kürzer geworden ist, aber ich muss noch andere Sachen aufnehmen. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Evoland 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.